als Kommunalpolitiker bin ich Bezirksrat im Bezirk Mittelfranken. Am 3. Oktober, ohne Angabe der Gründe, alle konnten bekanntlich auch in einem offenen Brief an Söder gefordert, Bittner zu begnadigen. Nachvollziehbar, warum der Soldat noch eine Haftstrafe verbüßen müsse, nachdem die Impfung in der Bundeswehr bereits abgeschafft worden sei. So, guten Abend. Sehr geehrte Damen und Herren, zunächst möchte ich mich bei den Organisatoren dieser Kundgebung für die Einladung als Gastredner bedanken. Mein Name ist Dr. Christoph Malowaniec und als Kommunal... Dr. Christoph Malowaniec und als Kommunalpolitiker bin ich Bezirksrat im Bezirk Mittelfranken. Am 3. Oktober dieser Jahres, unserem Nationalfeiertag, dem Tag der Deutschen Einheit, lasse ich in der Epoch Times die erfreuliche Nachricht, dass unser Nationalheld Oberfeldwebel Alexander Bittner seinen Hungerstreik im Gefängnis beendet hat. Die Epoch Times berichtete darüber wie folgt. Der am 16. September verhaftete Oberfeldwebel Alexander Bittner hat seinen Hungerstreik beendet. Er werde es im Gefängnis aushalten, solange es erforderlich ist, schreibt er in einem offenen Brief, veröffentlicht durch seine Familie auf den Messenger-Dienst Telegram. Seine Vorgesetzten bis ins Verteidigungsministerium hinein wollen an mir einen Exemplar statuieren, erklärt der 41-Jährige weiter. Doch der Druck im Kessel werde immer größer. Früher oder später werde die Wahrheit aus dem Kessel hinausbrodeln, so Bittner. Um der Corona-Aufarbeitung genug Zeit zu geben, habe er mit dem Hungerstreik aufgehört. Der derzeit in der Justizvollzugsanstalt JVA Aichach bei Augsburg inhaftierte Bundeswehrsoldat war wegen Gehorsamverweigerung verurteilt worden, weil er sich weigerte, eine mRNA-basierte Corona-Impfung sich spritzen zu lassen. Aus Protest gegen seine Inhaftierung war er in den Hungerstreik, in den sogenannten trockenen Hungerstreik getreten, bei dem er auch die Flüssigkeitsaufnahme verweigerte. In einem weiteren offenen Brief vom 25. September erklärt Bittner, dass er in den wenigen Tagen seiner Haft bereits über 100 Briefe erhalten habe, die ihm Kraft gegeben hätten. Der Oberfeldwebel schreibt, seine Vorgesetzten in der Bundeswehr hätten Unrecht, wenn sie behaupteten, es interessierte niemanden, wenn er ein halbes Jahr im Gefängnis verschwinde. Weder Vorgesetzte noch Politiker würden seinen Willen brechen und seine Bank auch nicht. Bittners Ehefrau Olga informierte bei einer öffentlichen Protestveranstaltung in München am 21. September, dass ihr Bank der Familie ohne Angabe der Gründe alle Konten gekündigt habe. Das ist eine Katastrophe, sagte sie. Die Hausfrau und Mutter von drei Kindern steht nur mittellos da. Nach Angaben Bittners und seiner Familie handelt es sich um Konten bei der deutschen Kreditbank DKB. In einer umfangreichen Recherche
hatte das Multipolar-Magazin bereits im Juni darüber berichtet, dass immer mehr oppositionellen Medien und anderen Regierungskritikern ohne Angabe von Gründen die Bankkonten gekündigt werden. Mainstream-Medien und staatliche Akteure sitzen hierzu Banken unter Druck. Acht bayerische AfD-Abgeordnete haben in der Plenarsitzung am 26. September einen Dringlichkeitsantrag in den Landtag eingebracht. Es handelt sich um folgenden AfD-Landtagsabgeordneten: Katrin Ebner-Steiner, Christoph Mayer, Martin Böhm, Richard Graupner, Professor Dr. Ingo Hahn, Markus Wallbrunn, René Dierkes und Dieter Arnold. In ihrem Dringlichkeitsantrag forderten sie Ministerpräsident Markus Söder von der CSU auf, Oberfeld Webel Bittner zu begnadigen. Es sei nicht nachvollziehbar, warum der Soldat noch eine Haftstrafe verbüßen müsse, nachdem die Corona-Impfung in der Bundeswehr bereits abgeschafft worden sei, heißt es darin. Nach Artikel 47 Absatz 4 der Bayerischen Verfassung hat der Ministerpräsident das Recht, Begnadigungen auszusprechen. Der Antrag wurde im Plenum nicht behandelt, sondern an den federführenden Ausschuss weiterverwiesen. Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Christoph Mayer, betont, sämtliche Corona-Maßnahmen, besonders die berufsbezogene Impfpflichten, sind spätestens seit der Offenlegung der RKI-Files in einem ganz neuen Licht zu betrachten. Darüber hinaus hatten auch vier Bundestagsabgeordnete der AfD, Gerold Otten, Rüdiger Lukassen, Jan Nolte und Hannes Gnauk, in einem offenen Brief an Söder gefordert, Bittner zu begnadigen. Auch die beiden Vorsitzenden des Anstaltsbeirats der JVA Aichach, die Landtagsabgeordneten Peter Tomaschenko von der CSU und Marina Jakob von den Freien Wählern, plädieren für die Begnadigung Bittners. In ihrem Schreiben an den bayerischen Justizminister Georg Eisenreich bitten sie um eine Überprüfung des Falles und halten es für eine mittlerweile nur noch schwer nachvollziehbare Härte gegen einen Bundeswehrsoldaten, der viel für die Bundesrepublik Deutschland geleistet habe. Ministerpräsident Söder hatte am 18. September erklärt, dass alle in Bayern noch laufende Bußgeldverfahren gegen Corona-Verstoßen eingestellt werden sollen. Wir wollen jetzt Frieden haben, sagte er. Auf die Frage des Multipolar-Magazins, ob er in diesem Zusammenhang auch die Haftstrafe der Oberfeldwebers Alexander Büttner in der JVA Aichach zeitnah aufheben werde, gab der bayerische Ministerpräsident allerdings keine Antwort. Die obigen Informationen ergeben ein sehr ernüchterndes Bild und eine äußerst unbefriedigende Situation. Obwohl die RKI-Protokolle vollständig veröffentlicht wurden und daraus hervorgeht,
dass die Corona-Pandemie ein großer Schwindel war. Da Covid-19 nicht schlimmer als eine Grippe ist, findet keine Aufarbeitung der Corona-Krise statt. Die bisherigen Anträge der AfD im Bundestag auf Einsetzung von Untersuchungsausschüssen zu der Corona-Maßnahmen bzw. zur Übersterblichkeit und zu zeitlichen Zusammenhang nach der Corona-Impfungen erreichen nicht die erforderlichen 20% der Abgeordnetenstimmen und wurden bisher immer abgelehnt. Es erscheint daher wünschenswert, dass die AfD bei der nächsten Bundestagswahl im Jahre 2025 mindestens 20% erreicht, damit die notwendigen Untersuchungsausschüsse zur Corona-Aufarbeitung zustande kommen. Im Zuge der Corona-Aufarbeitung müssten alle Corona-Strafen und Gerichtskosten zurückerstattet und alle Corona-Häftlinge wie Oberfeldwebel Alexander Büttner entschädigt werden. Darüber hinaus sollten aber auch alle verantwortlichen Politiker der jetzigen Ampelregierung von FDP, Grüne, SPD, sowie der früheren GroKo von CDU, CSU, SPD, die für die Verhängung der grundrechtswidrigen Corona-Maßnahmen verantwortlich sind, vor Gericht gestellt werden. So, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.